Seit Anfang 2015 fahre ich mein erstes Auto, ein VW Lupo mit fast Vollausstattung und vielen kleinen und großen Extras. Gekauft haben wir ihn von einer Familie, bei der die Tochter den Lupo gegen einen älteren Audi A4 ausgetauscht hat. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was alles in dem kleinen Wagen drin steckt. Er hat eine Sportfederung und ist etwas tiefer gelegt. Im Kofferraum ist eine 800 Watt Bassbox, das mit einem Kenwood Radio verbunden ist, welches einen ausfahrbaren Bildschirm besitzt. Als ich bei der Rückfahrt nach dem Kauf auf einen Knopf drückte, auf dem Open stand und plötzlich ein Bildschirm rausfuhr, war ich mega überrascht und hab's aber auch mega gefeiert. Ich weiß bis heute aber immer noch nicht so ganz, wie das Teil komplett funktioniert. Dazu kam noch ein Satz Alufelgen mit abgefahrenen Sommerreifen, welche ich nie auf den Lupo aufgezogen habe. Einfach weil ich neue Sommerreifen hätte kaufen müssen und die Felgen auch ziemlich, naja, sagen wir so, die vorgeringeln, hat die Felgen nicht gerade glimpflich zurückgelassen. Vermutlich auch, weil diese optional mit Spurverbreitern ausgestattet waren für hinten und sie wahrscheinlich öfters mal die Bordsteinkante gestriffen hat. Auch die Spurverbreiter habe ich nie dran montiert, einfach weil es dann wahrscheinlich eine zu große Umgewöhnung gewesen wäre, dann mit dem Ding zu fahren und auch einzuparken. Zudem hat der Lupo eine andere Stoßstange an der Front und einen anderen Kühlergrill. Bei dem Lupo handelt es sich zudem um die Cambridge-Ausführung, welche sich durch ein aufschiebbares Faltdach auszeichnet. Elektronisch, versteht sich. Welches mittlerweile aber etwas undicht wurde. Der Lupo hat einen 1,4 Liter Motor mit 60 PS und einer aktuellen Laufleistung von fast 180.000 Kilometer, wovon ich selber 48.000 Kilometer gefahren bin in 5 Jahren. Oder inzwischen jetzt fast 6. Der Motor selber ist hingegen aber noch in einem ziemlich guten Zustand und ist auch bekannt für seine Langlebigkeit. Nur alles außen herum geht langsam zur Neige und hat so ein paar Korrosionsstellen und naja, die Kupplung lässt so ein bisschen nach und auch der Keilriemen und noch ein paar andere Dinge. Man merkt dem Lupo seine 17 Jahre durchaus an. Zudem stand er lange Jahre draußen bei jedem Wetter, bis ich dann letztendlich den Carport hatte. Ich gab dem Auto den Namen Zencat zu. Nun fragt man sich vielleicht, wieso man einem Auto überhaupt einen Namen gibt, aber das hat einen guten Grund für mich. Zenketsu ist der Name der Uniform meiner Anime-Waifu Ryoko. Zenketsu ist der Name der Uniform der Charakterin Ryoko Matoya aus Kill la Kill. Selbige Uniform hat ein Eigenleben und die Story dreht sich unter anderem um die Beziehung und die Harmonie zwischen den beiden Charakteren. Als ich das Auto bekam, schaute ich gerade Kill la Kill und war fasziniert von der Story und dem Anime selber. Woraufhin ich das Auto Zenketsu nannte. Ja, ich weiß, das ist jetzt voll der Weeaboo-Move, aber ich war auch noch ein ziemlich großer Weeb zu dem Zeitpunkt, also shut the fuck up. Seit nun fast 6 Jahren begleitet mich das Auto nun durch mein Leben und durch den Alltag. Zusammen habe ich damit viele Phasen durchgemacht, unter anderem hat das Auto 4 meiner Beziehungen mitgemacht. Ich war mit ihm im Süden Deutschlands am Bodensee und bin mit ihm bis in den Norden nach Cuxhaven gefahren. Wir haben jede Menge kuriose Dinge erlebt und in der Zeit ist er nicht einmal ausgefallen. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Autos, die moderner und neuer waren und trotzdem auf der Autobahn auf dem Standstreifen standen. Perfekt. Anfangs hatte ich noch das Gefühl, er ist etwas störrisch. Aber mit der Zeit gewöhnte man sich aneinander und wurde gute Freunde. Unter anderem hat er, naja, ziemlich lange Schaltwege und deshalb war manchmal der Gang nicht richtig drin, was dann mit einem sehr schönen, kratzenden Geräusch wiedergegeben wurde. Wenn man sich das alles anhört, könnte man meinen, ich vermensche hier ein Auto zu sehr. Aber so gesehen hat jedes Auto einen eigenen Charakter und eine eigene Art. Und auch irgendwie eine Seele. Das fängt im Werk an, wo jedes Teil zwar gleich, aber immer etwas unterschiedlich angebracht wird und geht über zu der Art, wie man den Wagen dann einfährt, behandelt, wartet und pflegt. Leider bekam er von mir die letzten 2 Jahre nicht mehr viel Pflege ab, außer die paar notdürftigen Reparaturen, die ich gerade so mir leisten konnte. Von außen mag er vielleicht etwas unscheinheilig aussehen, aber in ihm steckt weitaus mehr Leben und mehr Charakter, als man denkt. Und jeder, den ich kenne, feiert dieses Auto. Für manche ist es vielleicht nur ein Lupo, aber die Leute, die den Wagen kennengelernt haben, ich glaube, die sind selber überzeugt, dass weitaus mehr in dem kleinen Wagen steckt, als man denkt. Aber gut, was habe ich mit ihm eigentlich in den 6 Jahren alles erlebt? Ich mache mal so eine kurze Zusammenfassung der ganzen Erlebnisse, die ich mit ihm hatte. Anfang 2015 bekam ich ihn kurz nachdem ich mit dem FSJ aufhörte und 1-2 Monate später machte ich schon meine erste längere Streckenfahrt über die Autobahn mit ihm. Damals war ich 20 und hatte noch nicht allzu viel Erfahrung im Autofahren und fuhr davor noch meinen Roller, welcher dann letztendlich durch das Auto ersetzt wurde. Ich bin damals nach Freiburg runtergefahren, um dort ein Girl zu daten. Meinen ersten Unfall hatte ich dann auch direkt einen Monat später und bin im Rückwärtsgang gegen eine kleine Mauer gefahren. Die Stoßstange hat zwar nichts abbekommen, außer einen ziemlich kleinen Kratzer,
Aber der hintere linke Reifen verlor Luft und ich musste den Reifen dann letztendlich wechseln lassen. Dann kurze Zeit später, als ich eine Freundin besuchen wollte, stotterte der Motor auf einmal und hatte Fehlzündung. Ich dachte mir in dem Moment, na toll, war es jetzt letztendlich doch ein Fehlkauf? Verreckt mir die Karre jetzt? Haben die mir irgendwas verschwiegen? Aber nein, es waren nur die Zündkerzen. Die waren nur alt und hatten schon ein paar Kilometer wohl hinter sich. Nachdem man die dann ausgetauscht hatte, lief der Motor wieder rund. Seitdem leuchtet aber die Motorkontrollleuchte in meinem Auto und ist ein ständiger Begleiter seitdem. Zudem hat es in dem Moment wohl die Lambda-Sonde verhauen, weil, naja, die wurde dann immer in den Fehlern ausgelesen. Im selben Sommer 2015 lernte ich dann meine dritte Ex kennen, Juno, zu der ich dreimal jeweils ein Wochenende lang in Richtung Ingolstadt gefahren bin. Zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich schon relativ sicher auf der Straße und es machte Spaß, mit dem Lupo die Autobahn zu heizen, während im Hintergrund die Bassbox dröhnte. Man sah ein paar interessante Dinge und ich habe tatsächlich relativ viele moderne Autos und teure Autos auch mit dem überholt. Es war dann immer witzig, die Gesichter von den Leuten zu sehen. 2016 passierte nicht allzu viel. Ich fuhr mit dem Lupo immer zu Animax, sah da meine Freunde und machte sonst keine großen Fahrten. Ich lernte dann Mitte 2016 meine vierte Ex kennen, die lustigerweise als Erstauto auch einen Lupo hatte, der ihr aber relativ schnell verreckte. Zudemmaßen Automatik. Eww, Automatik. Bäh. Anfang 2017 hatte ich dann das erste Mal TÜV, bei dem dann erstmal der Auspuff erneuert werden musste, was mich ein wenig gekostet hat. Ansonsten verbrachte ich viel Zeit damit, zu meiner damaligen Freundin hin und her zu fahren und zu Animax. Und wenn man die Freundin eben dutzende Male denselben Weg hin und her fährt, fallen einem komische Ideen ein, um sich unterwegs irgendwie zu unterhalten. Verfickt! Ah! Ah, scheiße! Ah, Mann, ey! Oh, oh, fuck! Ah. Und Tante muss ich auch noch! Ah, ich rasch aus! So, jetzt reicht's mal! Fickt euch alle ins Knie! Ihr scheiß 30er-Zonen, Leute! 2018 hatte ich dann meinen ersten Unfall mit dem Auto. Also den ersten richtigen, so wo nicht nur ein Reifen kaputt ging. Ein LKW setzte bei einer Ampel zurück und stieß dabei an meine Front, trotz Hupen. Der Pisser. Die Frontblende wurde dabei etwas beschädigt und meine beiden Blinker waren dann kaputt, welche ich selber ausgetauscht habe. Meine Scheinwerfer hatten zum Glück nichts abbekommen, aber meine Frontstoßstange war etwas eingedellt. 2019 kam dann der zweite TÜV dran, bei dem weitaus mehr gemacht werden musste. Die Zündkerzen wurden wieder erneuert, Bremsen wurden ausgetauscht, die Handbremse war auf einer Seite fest und musste gewechselt werden, die Gummilage der Stoßdämpfer und die Batterie wurden gewechselt und das alles zusammen war dann doch schon etwas teuer. Später im Jahr fing dann die Schule an und jeder, der in meinem Auto saß, mochte dieses sofort. Unter anderem natürlich, naja, wegen der Anlage. Ne? Kurz nach meinem 25. Geburtstag hatte ich dann meinen zweiten Auffahrunfall. Diesmal war ich der Schuldige, weil ich bei einem Rückstau von hinten in einen Mini gestoßen bin. Scheiße gelaufen. Das Ergebnis war, die Blende war jetzt komplett dahin, die Stoßstange hat ordentlich gelitten, der Rahmen wurde etwas verbogen, ein Blinker hat es nochmal erwischt und ein Licht wurde leicht eingedrückt. Der Motor und die Kühlung hat zum Glück nichts abbekommen. Dafür war der Stoß doch noch zu leicht. Anfang 2020 bin ich dann zusammen mit meiner fünften Ex... Puh, Alter, ich habe schon echt viele Ex-Freundinnen, oder? Naja, auf jeden Fall bin ich zusammen mit ihr die bisher längste Strecke gefahren, bis nach Bremen und Cuxhaven. Auch diese Strecke hat der Lupo noch ohne Probleme gemeistert. Seit April dient er zudem als Mitfahrgelegenheit für meine Freunde, wenn man mal wieder gemeinsam grillen geht oder was anderes mit vielen Leuten macht. Was aktuell allerdings durch Corona und fehlende Zeit unterbunden wird. Der aktuelle Stand vom Lupo ist aber leider eher bedrückend. Nach 6 Jahren und ohne Erschöpfung haben sich doch ziemlich viele Mängel inzwischen gebildet. Der Keilriemen geht zur Neige und fängt an zu schleifen. Wie der Zahnriemen aussieht, weiß ich nicht. Die Kupplung wird zunehmend schlüpfriger. Das Dach ist mittlerweile relativ undicht und man kann ihn bei Regen gar nicht mehr draußen stehen lassen, ohne dass es nach innen rein saftet. Und es bilden sich auch schon ein paar Korrosionsstellen und ein paar Roststellen. Der nächste TÜV wäre eindeutig zu teuer für mich. Und nicht zu vergessen, die Scheibe hat auch noch einen Sprung bekommen und der Riss zieht sich mittlerweile über die gesamte Scheibe. Dieses Video dient nämlich nur einem Zweck, und zwar mich von meinem Auto zu verabschieden und für ihn all die Zeit zu danken, in der er für mich da war und mich begleitet hat. Ich denke, ich konnte kein besseres Auto als erstes haben können. Er hat mich überall hingebracht, er war immer zuverlässig, er hat jede Strecke gemeistert, er hat nie großartig Mucken gemacht. Das Fahrgefühl mit ihm war einfach einzigartig und trotz der 60 PS hat er doch irgendwie ein bisschen Dampf unterm Arsch gehabt. Viele Leute sagten auch immer zu mir, dass der Lupo einfach zu mir passt, sowohl sein ganzer Stil und die Ausstattung, die er hat, unterstrichen meinen eigenen Charakter. Wenn ich könnte, würde ich ihn auch gerne weiterfahren und in meinem Besitz halten, aber mir fehlt einfach
das Geld und die Zeit dafür. Am liebsten wünsche ich mir, dass er einen Nachfolger findet, der ihn wieder aufbaut und weiterführt und vielleicht wieder ein bisschen restauriert und als Sommerfahrzeug verwendet oder wartet, bis er ein Youngtimer ist oder sowas. Ihn einfach weiterhin gut behandelt. Auf jeden Fall ist er noch kein Fall für den Schrottplatz und das soll er auch nicht für die nächsten Jahre sein. Senketsu ist zweifellos ein Auto, das ich niemals vergessen werde und für das ich immer dankbar sein werde für all die Zeit, die ich mit ihm hatte. Und sein Nachfolger bei mir, der steht bereits in den Startlöchern. Zucker, Zucker, Blair, Zirkse, Zirkse.